Hallo, liebe Leute. So wie ihr seht, gibt es wieder was von Panini. Genau, Panini hat mir wieder ein Heft geschickt, nämlich Rick und Morty. Ich kannte die nicht wirklich. Ich weiß, davon gibt es eine Fernsehserie. Aber so mega Begriff war es jetzt nicht für mich. Und war dann natürlich gespannt, um was geht's hier? Um mehr zu wissen, wie mir dieses Rick und Morty gefallen hat. Ist eigentlich nicht so mein Style. Ist ziemlich abgedreht. Müsst ihr natürlich die Review schauen. Und das seht ihr natürlich nach dem Intro. Bis gleich. Hier sind wir wieder. Das Ganze ist natürlich spoilerfrei. Das sage ich immer bei meinen Filmen, aber hier sage ich es natürlich auch. Das ist spoilerfrei. Ich werde euch nichts von der Geschichte so erzählen. Ich werde euch gleich die Bilder ein bisschen zeigen. Sie bewerten mir dann auch, wie die Bilder so sind. Dann werde ich die Geschichte sagen, ob sie mir gefallen hat oder nicht. Werde aber euch nicht sagen, um was es geht. Das findet ihr bitte selber raus. Und dann bewerte ich natürlich noch die Stabilität, ob das gut ist, das Heft von Verarbeitung. Und dann bewerten wir natürlich noch diesen Preis. Wie viel kostet das und ist es zu teuer oder nicht? Deswegen fangen wir jetzt auch gleich an mit dem Cover. Ich zeige euch den Cover, dann zeige ich euch ein paar Bilder und dann beurteilen wir mal, finde ich die Qualität von der Zeichnung cool oder doof. So, das Cover am Anfang sieht man, da oben sieht man ein paar Planeten, also sind die nicht auf der Erde. Dann steht hier Band 1, also wir haben auch das erste Band gekriegt. Danke Panini, danke! Und hier ist Rick und Morty, da sieht man die zwei und da unten steht nochmal Rick, also er macht ein Selfie, er macht gut jetzt so. Das haben sie so eingefangen, finde ich gut, finde ich sehr gut, mir hat das Cover sehr gut gefallen, auch wo ich das dann nachher durchgelesen habe, habe ich dann auch gemerkt, dass es richtig dazu passt, das Cover. Hinten haben wir auch mehr als gewohnt, da haben wir hier oben erstmal die Urlaubsbilder, hier voll die Actionbild, wie es kracht und wie die Dame jemand rausträgt. Hier sieht man nochmal einen Muskulösen mit dem Professor, hier nochmal ein Monster, hier steht auch immer kleine Texte drauf, da sieht man den kompletten Text, um was es geht und hier unten das Panini Logo und natürlich den Preis mit 15 Euro. Das Ganze kostet 15 Euro und jetzt noch zu erwähnen ist es, dass es ein Softcover ist, merkt man ja auch ein bisschen, mit 132 Seiten für 15 Euro. Jetzt haben wir hier natürlich die Bilder von der Qualität, halt, wie gezeichnet sind. Da zeige ich euch natürlich jetzt auch was. Ich hoffe, ich habe das lang genug drin. Wenn nicht, schreibt es mir nächstes Mal in die Kommentare, wenn ihr meint, ich heb die nicht lang genug drin. Aber wie gesagt, ich habe hier so einen kleinen Monitor in der Kamera und dann sehe ich meistens selber nichts, wenn ich die Bilder reinhebe. So, hier sieht man das. Das ist ein typisch Comic-Style. Das sind natürlich Comics, aber wie sind so die Zeichnungen? Wie passen die Charaktere zusammen? Wie passt der Zeichenstil zu der Geschichte? So, hier sieht man nochmal Aliens. Da unten gezeichnet. Voll putzig. Also ihr könnt euch jetzt viele Bilder rausziehen. Eigentlich ist es nicht so mein Geschmack. Hier, den hier fand ich auch noch mal cool. Den muss ich euch zeigen. Diese mit dem sein Kinn. Guckt auf sein Kinn, wenn ihr seht. Schaut euch sein Kinn. Ja, jetzt bin ich an die Kamera rangekommen. Scheiße, deswegen kam gerade ein Schnitt. Eigentlich bin ich nicht so wirklich so ein Fan von so einem Zeichenstil. Aber ich muss sagen, die Zeichnung gefällt mir hier. Bitte lest das Heft, guckt euch die Zeichnung genau an. Dann werdet ihr auch das Feeling bekommen und dann wird euch die Zeichnung auch mega gefallen. Ich fand sie gut. Ich fand, passt dazu. Passt zu den zwei. Deswegen gebe ich die Zeichnung Daumen nach oben. Story fand ich mega lustig, mega cool. Hier, wenn man solche Bilder dann auch noch hingesetzt kriegt, dann mit einer scharfen Blondine. Da kann man ja nicht anders, als das Heft komplett durchzulesen. Dazu gebe ich natürlich der Geschichte und ich sage nicht zur Geschichte, ihr müsst es euch selber lesen, wenn ihr wollt. Oder ihr guckt im Internet, das seht ihr auch die Anleitung, was ihr da hinten macht, das lese ich euch jetzt nicht vor. Ich persönlich finde die Geschichte top, richtig gut, super erzählt, gefällt mir, würde ich mir auf jeden Fall nochmal einen Comic holen. Die Stabilität, ist das Cover stabil? Sind die Seiten stabil? Ja, die sind's. Also wie ich es auch immer sage, wenn ihr nicht gerade anfangt, irgendwie Wasser drüber zu kippen oder Kaffee, das
macht die Seiten nicht besser, aber wenn ihr es jetzt ganz normal lest, auch hier auf dem Boden so, also so wie ich mache, immer so liegend so lest, passiert nichts. Also dieses Heft sieht aus wie neu und ich habe das wirklich jetzt ein ganzes Stück in der Hand gehabt. Ist mir natürlich auch schon auf den Boden gefallen. Finde ich mega top, aber von Panini ist immer nichts anderes gewöhnt. Deswegen die Qualität nach oben, den Daumen. Jetzt geht's aber ab. Jetzt kommt die schwerste Frage aller Fragen. Das üppelste von allen, ist der Preis gerecht? Werdet ihr für 132 Seiten Softcover von Panini, von Rick and Morty, Band 1, würdet ihr dafür 15 Euro zahlen? Ich würde sagen, wenn ihr das nicht macht, seid ihr doof. 15 Euro ist mega. Wir haben schon andere Bänder gehabt, wo der Preis so weit oben war. Hier sogar bei Doctor Who kostet 132 Softcover 17 Euro. Hier sind wir auf 15 Seiten. Und ich muss sagen, das Heft war top. Die Story war top. Die Bilder sind gut. Man hat was zu lachen. Ist mal was anderes an sich von der Story. Ich gebe auf jeden Fall mega den Daumen nach oben. Der Preis finde ich gerechtfertigt. So kosten jetzt auch die Comics alles mit höher. Und ich glaube, als richtiger Comic-Fan und jeder, der wo das mag, der wird auch für 15 Euro sagen, ist okay, kann ich kaufen. Deswegen gibt es von mir eine Kaufempfehlung, Leute. Es gibt eine Kaufempfehlung. Ich werde natürlich wie immer einen Panini-Link machen, da könnt ihr es direkt bei Panini kaufen. Oder einen Amazon-Link, da könnt ihr drauf schauen. Wenn ihr darüber irgendwas kauft, bekomme ich einen kleinen Anteil davon, aber ihr habt keine Mehrkosten. Das Ganze mache ich für die Versandkosten von den ganzen Verlosungen, was ich mache. Damit machen wir jetzt wieder fertig. Hat riesen Spaß gemacht mit dem Comic. Ich finde, es passt auch zu mir. Also die Zeichnung hätte auch von mir da unten sein können. Hier so sehe ich unrasiert aus. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn es euch richtig gut gefallen hat, haut ein Abo rein. Macht die Glocke an. Dann wisst ihr immer, wenn ich ein Video bringe oder wenn ich sogar live bin. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Selberlesen. Egal was ihr macht, viel Spaß dabei. Ich bin raus. Tschüss. You cry.